Eine der klassischen Probeszenen beim Theater, die durch ständige Unterbrechungen und lange Wartepausen gekennzeichnet sind. Immer unter den gestrengen Augen des Regisseurs. Herr Forster, Sie sind Schauspieler und Regisseur, der auch beim Sommertheater in Haag tätig ist. Sie sind auch in Waidhofen kein Unbekannter mehr. Ich habe vor 2 Jahren schon die Boulevardkomödie inszeniert im Klenkersaal. Dadurch kenne ich einen Teil vom Ensemble und das hat mir es natürlich leichter gemacht, sozusagen für so ein großes Stück zu besetzen. Kann man so ein bekanntes Stück überhaupt neu inszenieren? Ich glaube, neu inszenieren kann man so ein Stück fast nicht, eben weil es so belastet ist mit berühmten Schauspielern oder berühmten Inszenierungen. Aber ja, ich sage einmal, man darf sich auch dort und da was zusammenstellen, in dem Rahmen sozusagen diese Naturkulisse zu nützen. Und ja, ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache. Waidhofen ist von der Volksbühne verwöhnt und dementsprechend kritisch. Das Theaterpublikum ist immer kritisch. Das wird in Waidhofen nicht anders sein. Also, nein. Also, das glaube ich, haben wir im Griff, dass wir eine Aufführung zusammenbringen, die durchaus gefallen kann, glaube ich. Die Aufführung in Waidhofen ist ja, wie soll ich sagen, multikünstlerisch. Ja, es ist nicht nur Schauspiel, sondern es kommt etliches anderes dazu. Ja, ist mir sehr wichtig. Es wird auch Tanzszenen geben und die Musik wird erstmals oder nach längerer Pause, so viel ich gehört habe, wieder live kommen. Und das wird sicher sehr, sehr schön für den Zuschauer. Also es wird sicher ein runder Abend, wo auch der Tänzer auf seine Kosten kommt und der Musiker. Also es wird spartenübergreifend sein. Das ist eigentlich eine große Herausforderung. Finden Sie in Waidhofen auch hier das künstlerische Potenzial und auch die Leute, die dieses Ensemble quasi zusammensetzen? Ja, absolut. Das habe ich gleich gemerkt. Das ist ein gewachsener Verein mit gestandenen Strukturen. Da findet man einfach, kann man aus 50 Schauspielern auswählen. Das ist sensationell. Das Ensemble war sofort benannt und das ist sehr professioneller Hintergrund und da macht es auch Freude, das Arbeiten. Es war ja früher so, dass Couplets immer umgeschrieben wurden und auch dem Zeitgeist angepasst wurden. Raimund ist genauso bekannt, noch mehr Nestro natürlich. Wie schaut es aus? Haben Sie auch vor, Waidhofen zeitgeistig abzubilden? Naja, Waidhofen zum einen, also ein paar lokale Strophen wird es geben und aber auch über Waidhofen hinaus, also Österreich weiter, und werden wir schon was finden. Also wir haben schon die Strophen beieinander und es wird sicher aktuelle Strophen geben beim Oschener eben. Nestroy hat zum Beispiel auch ein Kostüm entwickelt, wo er sozusagen überdimensionale Knöpfe als Semmel dargestellt hat, weil er darauf hingewiesen hat, dass die Bäcker einfach das kleine Semmel machen, die zu teuer sind. Also das war immer aktuell beim Nestroy und auch beim Raimund natürlich. Das können wir leider in Waidhofen nicht anwenden, weil die Semmel sind hier groß und gar nicht so teuer. Na, ich gehe davon aus, dass die Bäcker in Ordnung sind. Ich weiß nicht, wo der nächste Brunnen war, in der Ips könnte man es auf jeden Fall drüben finden. Ciao.